Heute gibt es kein Happy-Clappy-Video. Im Moment gehen wir verschiedene Sachen recht nahe. Also Zeug, die in der Welt passiert, schlimme Sachen, aber auch Schicksal aus meinem privaten Umfeld. Und in diesem Video probiere ich davon zu erzählen, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe, wenn mich der Weltschmerz wieder einmal überwältigt. Als Beispiel, letztes Jahr habe ich etwas über Zwangsprostitution gelesen. Es ist auf Instagram ein Account von einer Aktivistin, die verlinkt war. Und was sie dort postet hat, ist völlig unerträglich. Wie vor allem Frauen dort als Wegwerfprodukt, muss man eigentlich sagen, gebraucht werden, ist absolut jenseits. Und ich empfinde es einfach als Lotterie, dass ich so ein behütetes Leben habe und andere so wahnsinnig leiden. Es gibt Zeiten, wo mich das wahnsinnig beschäftigen und bedrücken kann. Vielleicht kennen Sie das auch. Wenn man merkt, es gibt sehr viel Schönes auf der Welt und es gibt viel, wo man sich freuen kann. Und selber hat man vielleicht ein super Leben und es läuft gerade gut. Aber dann kommt so ein Schatten und das Bewusstsein, dass eben nicht alles gut ist. Und ein Stück weit auch ein Gefühl von Verantwortung, dass man mit seinem eigenen Leben etwas dazu beitragen soll, dass es besser wird auf der Welt oder eben nicht schlechter. Und gleichzeitig kommt so das Wissen, dass all das einfach nur ein Tropfen ist auf den heißen Stein. Ich finde es manchmal mega schwierig zum Aushalten und mich in diesen Gefühlen zu orientieren. Und ein paar Strategien habe ich aber und die erzähle ich euch. Die erste ist «Feel all the feelings». Das ist mir letztens wieder mal neu bewusst worden. Es gehört zum Leben, dass nicht alles gut ist und ein Stück weit muss man das können aushalten und akzeptieren. Auch benennen, was einem näher geht und was es mit einem macht. Darüber reden mit anderen Leuten. Ich mache das viel auch beim Betten. Wenn ich merke, dass es so dreht in meinem Kopf und dass ich so in den Strudel hineinkomme, dann gehe ich raus, gehe den Kopf lüften und erzähle Gott, was mich beschäftigt. Und es ist dann nicht so, dass ich dann das abgeladen habe und nachher geht es mir besser, ehrlich gesagt. Aber ich tue dann die Gefühle nicht verdrängen und brauche in dem Sinn auch nicht zusätzliche Energie dafür. Und dann zweitens die Frage, wo kann ich selber etwas machen? Vielleicht Geld spenden an gute Organisationen, die wirklich etwas verändern können. Oder wenn es Sachen sind in meinem Umfeld, wo kann ich selber aktiv werden? Oder wo kann ich jemanden unterstützen, wo es gerade nicht gut geht? Vielleicht da sein, mittragen. Vielleicht ist das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich meinte, wenn man auch nur jemandem sein Leben verbessern kann, dann hat es das schon gelohnt. Und drittens hilft mir ehrlich gesagt auch der Glaube daran, dass Gott irgendwann Gerechtigkeit schafft. Also nicht im Sinn von einer Hölle mit Strafe und so und auch nicht im Sinn von Karma, also wenn man Gutes tut, dann passiert einem Gutes und umgekehrt. Das haben ja die in der Bibel schon gemerkt, dass das nicht verhebt. Sondern ich stelle mir es vor, wie so in einem Film, dass einem ganz bewusst vor Augen geführt wird, was man in seinem Leben gemacht hat. Gutes. Aber auch an was man auch anderen Leuten angetan hat, im kleineren und im grösseren Ausmaß. Und dass einem das so gezeigt wird und so in die Seele geht, dass man mitleidet und dass in dem Sinn auch ein Stück weit Gerechtigkeit passiert. Als letzter Punkt Selbstschutz. Es gibt mega viel, dass ich einen Artikel nicht lese, dass ich ein Video nicht schaue, dass ich Bilder nicht schaue oder ein Browserfenster wegklicke, wenn ich merke, das sind Sachen, die mir nachher näher gehen und mich beschäftigen. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung, um etwas zu verändern auf der Welt und zum Heranschauen ein Stück weit. Aber ich glaube auch, wir haben eine Verantwortung für uns, um uns zu schützen, uns gesund abgrenzen und auch Kraft tanken, dass dort, wo wir sind und in dem Kleinen oder Grossen, wo wir sind, wir dann auch etwas machen können. Ja, das sind so meine Strategien und ehrlich gesagt funktioniert es nur so halbwegs, weil es bleibt einfach schwierig. Und darum nimmt es mich wunder, was ihr macht, wenn euch der Weltschmerz trifft, wenn ihr das Gefühl kennt von dieser Hilflosigkeit und Traurigkeit. Schreibt mir es doch in die Kommentare. RefLab.